Willkommen auf Eli Jerusalem in deutscher Sprache. Diesmal habe ich eigentlich nur eine etwas längere Ansage zu machen. Ich habe mit einer Reihe von Vorträgen begonnen, die sich sehr kritisch mit der Situation in der Welt und der Kirche auseinandersetzen. Ich habe sie genannt, ein Stück weit die Stimme aus der Kirche aus der Wüste. Und ich spreche mit dem Einleitungsvortrag und Endvortrag über fünf Wunden, die ich in der Kirche sehe, die sehr blutend sind und sehr stark sind und eben den Leib Christi aus meiner Sicht sehr schwächen. Ich wollte das jetzt nicht in diesen Kanal setzen, weil diesen Kanal hatte ich eigentlich mehr vorgesehen für geistliche Vorträge, habe ich auch meistens geistliche Vorträge und das will ich auch so weiterhalten. Und ich hatte extra einen Kanal angelegt, um diese Themen dort niederzulegen. Einmal war es ein Kanal Spiritus TV. Wahrscheinlich haben manche von euch schon die Vorträge dort gehört. Nur mit dem weiteren Hochladen von Vorträgen gab es technische Schwierigkeiten, die jetzt schon eine ganze Weile anhalten und die einfach nicht überwunden werden. Und weil das so ist, dass sie nicht überwunden werden, habe ich mich doch entschlossen, auf meinem anderen YouTube-Kanal, der heißt Balta Lelia, diese Vorträge niederzulegen. Ich hatte mit Absicht diesen anderen Kanal gewählt, beziehungsweise die andere Plattform gewählt, weil dort keine Werbung gemacht wird. Also die Vorträge werden nicht durch Werbung unterbrochen und auch nicht eingeleitet oder ausgeleitet. Und weil man auch freier sprechen kann, denn es gibt bestimmte Themen in YouTube, die für Sie nicht der Political Correctness entsprechen und deswegen können Verwarnungen kommen, im Ernstfall sogar, dass der Kanal abgemeldet wird. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit, denn wenn man nicht mehr ganz frei sprechen kann, weil man denken muss, aha, wenn Sie das hören oder wenn bestimmte Worte verwendet werden, dann kommt diese Kontrolle. Dem wollte ich mich eigentlich entziehen, eben indem ich bei diesem anderen Kanal die niedergelegt habe. Die sind auch noch da in dem anderen Kanal. Aber wie gesagt, ich konnte die Folgevorträge konnte ich nicht niederlegen. Deswegen habe ich diese Vorträge jetzt erstmal den ersten bis zum vierten in deutscher Sprache auf Balta Lelia niedergelegt. Das werde ich dann unten anfügen, wo man den finden kann. Und ich bin sehr froh darüber, dass ich diese Vorträge halte, denn sie sind aus meiner Sicht wirklich notwendig. Ich denke, dass manche von euch, vielleicht sogar die meisten oder viele, das nicht so sehen, so sagen wir mal so deutlich oder so akzentuiert, wie ich die Dinge formuliere. Für manche wird es auch eine Hilfe sein, die sagen, oh Gott, Gott sei Dank sagt es einer, wie es wirklich ist. Du drückst es so aus, wie ich es in meinem Herzen auch empfinde. Da kommt es mir jetzt nicht drauf an. Mir kommt es drauf an, damit ich es gesagt habe und damit die Menschen es hören. Denn es ist wirklich eine Situation eingetreten, die ich als einen Notstand bezeichne. Sowohl was die Welt betrifft, als auch was die Kirche betrifft. Und das ist bei der Kirche besonders gravierend, weil die Kirche eigentlich diejenige sein müsste, die noch einmal Bescheid sagt, die noch einmal korrigiert, die die Menschen warnt, wenn falsche Entwicklungen kommen. Wenn sie aber mit diesen Entwicklungen einhergeht und nicht mehr warnt, wer tut es denn dann noch? Also müssten es dann vielleicht Einzelne tun, die das erkennen, die das dann auf ihre Kappe nehmen sozusagen, eben nicht offiziell da jetzt als Sprecher da sind, weil die offizielle Kirche erkennt diese Dinge, von denen ich spreche, eben nicht so. Um jedes Missverständnis zu vermeiden, wenn ich spreche von Kirche in der Wüste, das wird man dann nochmal hören in den Vorträgen, meine ich natürlich nicht eine neue Kirche, ich meine unsere heilige Kirche, die aber in eine Bedrängnis gerät. Innerhalb ihrer selbst und natürlich dann auch von außen. Und deswegen muss sie dann manchmal wie in die Wüste gehen. Deswegen empfehle ich immer diesen Vortrag, den ich gehalten habe, Kirche in der Wüste, das habe ich ja auf dem deutschen Kanal gehalten, bitte anzuhören, um auch zu verstehen, warum ich dann diese sieben anderen Vorträge in Balta Lelia niederlege. Also es ist praktisch eine Einladung für euch, dort zu schauen. Aber man muss wissen, es ist eine wirkliche kritische Bestandsaufnahme. Es ist also etwas, wo ich mir keine Beschränkungen vorlege, sondern die Dinge wirklich so sage, wie ich sie sehe und wie ich auch meine, wie sie sind. Ja. Und jeder muss dann selber
das Anschauen und Prüfen. Also eine Einladung, diese Vorträge auf Balter Lelia anzuhören. Und wenn sie dem Inneren entsprechen, was man vielleicht selber merkt, dann würde ich sehr empfehlen, die auch weiterzugeben. Denn ich glaube, es muss gesagt werden. Und der Aufgabe will ich mich nicht verweigern, denn ich denke, der Herr will das von mir. Und dann tue ich es auch. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.